Willkommen zurück und wir haben jetzt eine Minigun. Ich habe mal Werkzeuge der Vernichtung ausgerüstet. Ich teste das mal. Schaut ein bisschen zu schwer für sie aus, die Minigun. Ich bin auch drauf gekommen, dass in den letzten Parts meine Stimme ein bisschen untergegangen ist in der Hintergrundmusik und ja, nicht wirklich herausstechen hat können. Habe jetzt ein bisschen wieder was Neues probiert und ein bisschen mal im Threshold umgeschalten, damit das auch vielleicht wieder mal funktioniert dann. Schnitter. Was schaue ich mir das durch? Slagunager. Sagt mir gar nichts, dieses Ding. Ich kann davon eh nichts nehmen. Geschmolzene Eidola. Die schaut noch interessant aus für mich. Und die Dönervogel. Die ist dann auch nochmal gut. Okay, ich meine, habe meine Minigun wieder weggeworfen. Minigun und RPGs werden wir jetzt hauptsächlich testen. Ihr seht, dass die Ausrüstung ist neu. Ich habe mir ein bisschen was wieder draufgehaut. Ich schaue ziemlich fett aus. Das schaut nach ein bisschen zu viel Rüstung für ein Mädel aus, fast. Oh nein. Nicht du. Dann werden wir gleich mal in der Luft frieren. Geschütz und. Achso, ich habe hier genommen. Ich wollte die Minigun. Ja, testen wir mal das Ding. Naja, erstens treffe ich fast keine Schüsse. Und ich glaube, ich habe alles auf Minigun gelevelt. Also sollte ich auch mehr Minigun spielen. Nein, ich geht's noch. Gut. Und wir weiterspielen. Oh, er ist genau vor das Ding gelaufen. Was machst du? Frieren. Was machst du? Freeze, Baby. Ab, da haben wir noch einen Boss. Oh, und Sniper. Und Sniper. Ja, spiele ja zurzeit ohne Headset. Das kriege ich jetzt gar nicht mit, wie laut die Musik ist. Hauptsächlich, weil ich dann zu schnell. Verdammt, was bist du? Schwitzen anfange. Mein Ziel ist nicht besonders. Ich meine, es ist ein RPG, er macht natürlich Schaden. Nicht, ob ich selbst Schaden auch machen kann. Unabsichtlichen. You get dodge. You get dodge. Nope, you don't. Oh, ja, er macht's doch. Und schon raus. Ja, die Sniper schon da. Ja, ein bisschen zu schwach jetzt schon. Kriegen wir wieder gut Blut sofort. Ich nehme nicht ein APG mehr. Ich würde ja die Minigun probieren. Ich glaube, ich habe eben mehr auf Minigun gelevelt. Was das überhaupt ein Ding ist oder ob sowieso alles beides zusammengenommen wird. Wie will ich denn? Was mit der Money? Okay, ist alles tot, ist alles tot. Wir kriegen wieder Gear. Können wir mal schnell drüber fahren. Oh, da ist noch die Lootkiste. Buttermuttermaske. Oder so. Ein bisschen Bussard. Ja. So ganz zufrieden bin ich eh nie mit meinen Audioeinstellungen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eher sanft rede zwischendurch und das dann zwischendurch auch untergeht. Solange ich mal meine Zs unter Kontrolle habe, dann bin ich mal happy auch. Mehr Werkzeuge der Vernichtung. Ich glaube, es wird sowieso alles vernichtet, was wir da haben. Da ist nichts Gutes Neues gekommen. Nein. Stärkere Waffen. Auf. Wir sind schon Stufe 40 hier. Ah, okay. Verbrennung. Asche. Nicht meine Effekte gerade. Was? Welches Level ist die Sniper? 41, also die können wir bald benutzen. Und das ist mal eine gute Nachricht. Hier drüben ist noch Loot. Und wahrscheinlich Upstairs. Und bei den Upstairs People. Eine Lootkiste hier irgendwo. Nein. Leider. Ja, ich bin eh wieder ziemlich unterlevelt. Aber ich denke, ich werde mal ziemlich schnell durch sein hier. Wenn wir alles vernichten einfach. Und da. Und weiter fighten.
Richtung Taria Grata. Atuma, erzähl mir von dem Splitter, den ich suche. Der Ursplitter. Der erste Splitter, den Vater aus den Tiefen seines Durchgangs brachte. Er schenkte ihn seiner Tochter, seinem einzigen Kind. Er liebte sie sehr, aber die Tochter wollte das Volk einen anderen Weg lehren. Wollte ein Gleichgewicht mit der Anomalie. Mit diesem Splitter versprach Vater ihr Macht, das Zerbrochene heilen zu können. Ja, die Rüstung schaut ziemlich schwer aus. Mit diesem Ursplitter schuf sie die Obelisken über den Brunnen des Vaters? Ja, Tochter brachte der Stadt endlich Harmonie mit Anomalie. Aber... Und nun Warnschuss der Erste. Ganz oben in Taria Gratar wirst du den versteckten Ursplitter finden. Ich hab's nie getroffen, oder? Ja, ich brauche auf jeden Fall eine neue Waffe hier. Na, wenn ich uplevel, habe ich hier die neue Sniper. Also da ist mal nicht so schlimm. Mein Ziel ist auch nicht das Beste mit dieser Sniper. Und wir mein Geschütz nach vorne. Okay, Minigun Time. Oh ja. Minigun gefällt mir. Leider habe ich den Sniper da hinten oben nicht. Das brauche ich nicht. Ich glaube, die ist gut für Monster. Kann ich Seitenwechsel machen? Nein, kann ich auch nicht. Oh, ich bin so langsam, aber. Ja, da sehe ich schon das erste Problem. Oh, und das zweite ja auch. Ich kann nicht mehr rauskommen. Der erwischt mich da durch. Verdammt langsam bin ich. Okay. Hopp, das Ding. Ja. Oh, wirklich. Da bin ich da hochgehupft und das war's mit dem. Ah ja, der war gut. Na, geht doch. Okay. Also, wie es ausschaut, eher gut für Monster. Ein Sniper auf jeden Fall. Ah, das geht schon mal wieder alles. Freeze, baby. Wo ist der letzte? Okay, ich glaube hier war noch irgendwo eine Lootkiste. Ja, yep, there it is. Hier bist du ja blau. Na Gott sei Dank. Wir würden schon violette Loot haben. Wie komme ich hier rauf? Ich finde den Weg gar nicht, ohne dass ich Vanguard chargen muss. Echt nicht. Komme ich da von der anderen Seite rauf? Kann ich da rauf hupfen? Ah, okay. Na, Gott sei Dank. Alien Sea Lord. Das ist keine Apokalypse, oder? Nein. Leider nein. Ja, alles Müll. Alles Müll wieder. Ich hoffe, dass ich noch ein Level up kriege, dass ich die Gold Sniper spielen kann. Ansonsten werde ich ziemlich unterpowered sein für den letzten Bossfight. Also, wenn mein Ziel so miserabel ist. Ja, ist es miserabel. Ich bin nicht mal. Ich mache jetzt. Also wenn wir langsam nach vorne gehen, müssen wir dann lernen.
Minigun Canvas, Minigun Canvas. Komme ich mir vor wie der weibliche Terminator, außer dass ich nicht rollen kann, das ist das einzige Problem. Wie verdammt langsam so, verdammt langsam. Sicher eine Taste, damit ich das wegkriege. Ich löse von der Minigun. Und das passt da, gar nicht mit dem Anziehen. Weg von meinem Gestütz. Okay. Da wartet noch irgendwo wer. Ja. Hopp. Das wird wieder neben mir runtertroffen. Ja, machen sie auch. Minigun time. Hopp. Das passt auch nicht so stark. Wo ist der Boss? Hier. Macht nicht den Schaden, den ich brauche. Gewalt. Das ist der Typ hier. Da. Ich werde da gar nicht durch. Da gibt es die Spot. Ab. Ich werde wohin gezogen. Ja, ich weiß nicht. Ob ich so auf die Minigun stehe. Ich muss gleich den Monster wirklich testen. Da wird es wahrscheinlich Sinn ergeben, das kommt jetzt hier nach der Zone. Da kommen wieder Monster. Dann können wir Monster haben. Okay, zu weg. Oh, wo ist die Kiste? Ja, wo ist sie denn? Wo ist die Kiste? Ah, Kiste. Very important. Ich freue mich schon auf Stray. Das Katzenspiel. Ach, das wird wahrscheinlich auch so kurz sein vom Let's Play her. Auch nur so ein 10-Stunden-Spiel. Immer wieder in den Durchgang zog. Besessen von Visionen vom Anfang und vom Ende aller Dinge. Bis er den Verstand verlor. Als er die Türen zu seinem Palast schloss, kämpfte sein Volk um die Kontrolle. Alles war Chaos. Alles war Krieg. Tochter flehte Vater an, sein Volk zu retten. Aber er weigerte sich. Ihr blieb keine Wahl. Sie umarmte ihn und weinte. Dann stach sie ihm ihre Klinge in den Rücken. Vater liegt nun im Grab. Mit ihm sein letzter gebrochener Schwur. War hier unten Loot, war sie hier. Ich erinnere mich richtig, nicht falsch. Yurg Utara. Was sind ja als Alien-Namen. Okay. Weiter. Ich erinnere mich an diese Zone. Jetzt wird fett gefightet. Riesel mal ein bisschen herum hier. Ja, funktioniert gut. Was kommt da näher? APG ist es diesmal. Mit dem APG kann ich rollen, das ist komisch. Den Minigun nur nicht anscheinend. Ich würde mich hinter Deckung bleiben. Ich kriege den Bonus noch. Und schon habe ich raus müssen aus der Deckung. Obwohl, nicht gut. Rückzug
Oh, geht nicht. Okay, wir müssen aufbauen hier. Oh boy. Eine Minigun. Ich nehme eine Minigun diesmal. Ja, und jetzt bin ich im Hart. Oh. Ich kann mal Minigun durchgeschießen. Los! Los hier! Los hier! Okay, irgendwie lebe ich noch. Keine Ahnung wie. Irgendwie lebe ich noch. Oh boy. Ich hab's verschrien. Ich hab's verschrien. Okay, nein, Minigun macht mich zu träge. Eindeutig. Ah, oh, noch immer nicht. Neue Stiefel, Werkzeuge. Pestkugeln und Peiniger. Ah, oh, ist ja auch nicht viel besser. Oh, müsste ich fast trotzdem nehmen. Nein. Oder? Doch, nehmen wir es. Nehmen wir es. Was haben wir hier? Peiniger. Ich meine, der Peiniger könnte hier helfen, aber so viel habe ich nicht zum Austauschen, da ich jetzt alles in Werkzeuge der Vernichtung reingesetzt habe, fast. Außer, nein, hier habe ich auch nichts. Map, map. 40, 37. Frost. Okay, probieren wir es. So. Mit dieser Waffe. Mit dieser Waffe. Da spielen wir auch Gegner. Ich werde die Finger von der Minigun wegholen, fernholen. Die RPG macht nicht viel, oder? Kommt mir das so vor. Mal einen von denen was machen. Oh boy. Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Ich darf nicht runter. Dump you. Oh, verdammt. So. Okay, einen haben wir mal down, das ist wichtig. Auf die Spawn runter. Ach, ich habe einen kurzen Gun, den ich halten kann. Och, noch so einer. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Dann roll ich. Schießen, muss schießen, muss schießen. Oh. Oh, voll raus, du Idiot. Phantom Dashes. Oh boy. Ja, ich mag den Fight nicht. Nicht mein Fight. Sonst gar nicht. Oh, schau dir den Slide an. Krass. Okay. Nehmen wir mal die Zeit hier drauf. Schon wieder verloren. Ja, auf zwei Toiletten ist das Trick schon schwierig. Und ein Dash for the safe. Hopp, er ist wieder da. Okay, Seitenwechsel. Fuck, bitte. Ja,
Ja, das wird ein Fight. Ein fetter Fight. Ein schwieriger, fetter Fight. Was haben wir bekommen? Ich brauche gerade alles Neue. Kälteeinbruch. Ah. Verdammt. Blaue Loot. Oh je. Den Fight. Den haben sie ja mir ergeben müssen. Okay. Ah, jetzt sind wir überhaupt drinnen. 20 Minuten, das wird den 30 Minuten Fight, wie es ausschaut. Ich weiß nicht, ob die Taktik jetzt besser ist. Ob ich überhaupt gescheit Schaden mache. Ein bisschen, glaube ich. Diesmal renne ich ganz schön einfach in den Gang. Ja, Phantom Dash ist dann doch nice. Oh boy, geschützt. Verdammt bewegen. Phantom Dash it up. Verdammter Regen hier. Schaut euch das an. Ich wollte mir noch ein Ding werfen. Okay. Wo sind die Big Bosses? Hier ist noch einer, der fast kein Leben hat. Ich bin ausgegangen mit dem Munition. Ach. Ja, dem Munition. Dann ist nicht die Munition, ne? Und die haben Munition. Oh, und dem Munition. Nein, Minigun verbrannt. Hier. Aber ich habe so nett bis auch noch nicht wieder zu früh verschreiben. Gibt's ja nicht. Oh, Fresse, Fresse. Oh, ich muss die Waffe weggeben. Du bist neu. Shield. Oh, her damit. Du bist auch neu. Oh Gott, damit. Jedes Mal, wenn ich die Minigun weggebe, bin ich im Arsch. Ich weiß gar nicht, welche Waffe die war, die ich noch nicht in der Hand gehabt habe. Aber wir versuchen die gleiche Taktik. Nur weil es fast funktioniert hat. Okay. Ah, ich bin geschildert. Das ist genau das, was mich retten wird. Und wir meinen Lippen schon weg. Vielleicht ist das die Lösung, die ich gesucht habe. Da habe ich ja nichts gefunden, jetzt was mir Schilde gibt. Neues Geschütz am Boden. Nicht ausgewichen. Oh, verdammt. Der Kacke. Oh, ich hab gerade nur Geschütz wegen Brain. Schaffen. Ja. Wie kommt man hier auf Stufe 40, wie es ausschaut, oder 41? Allein durch diesen Kampf, aber sie geben mir keine gute neue Loot.
Dieses verdammte Dahl hier. Ich bin Umschilder. Da, Team. Okay. Das ist auch mal weg. Das ist richtig gefährlich. Versuche ich das mal. Ich muss mal überleben, was wird. Ich hab nicht so viel gehört. Verdammt, dieser Typ, der geht gar nicht grad. Dann komme ich gerade einfach nicht vorbei. Ja. Ach du. Warum habe ich mir Werkzeuge der Vernichtung reingegeben? Warum habe ich das getan? Oh, Ich muss fast ganz zurück und mir was anderes ausrüsten. Einmal noch. Ach, das war nicht die beste Lösung. Oh boy. Nicht gesehen. Verdammt, das leider so lange noch. Verdammt, schau dir euch diese Massenfeld an Gegnern an. Die Gegner. Und das hier hinter mir auch. Weiß ich schon, wo ich hingehe, dieser Typ hier. Natürlich keinen Eigenschaden hier. Verdammt, ja, einer macht mich schon fast weg. Mach ihn weg, okay. Das sind so viele von denen. Gut. So, hier, das haben wir da. Ja, weg. Nein, weg mit dir. Verdammt. Bastard. Wir beginnen mit der Loot, ich brauche was zu machen. Dass ich dann wieder upgraden kann. Kopf raus. Nein. Tut er nicht. Oh boy. Okay, jetzt kriege ich einen Stufenaufstieg, verdammt. Jetzt kann ich mir wieder eine Minute Loot anschauen. Und ausrüsten. Tochter führte ihre Anhänger fort. Oh. Zu leben.
So viel Loot. Oder Krieg. Victor. Sie heilte die Obelisken und brachte Enoch langsam wieder Gleichgewicht. Also wurde die Tochter die Mutter der Packs? Ja, 1000 Jahre Frieden, bis dein Volk kam und uns alle tötete. Warum hilfst du mir überhaupt? Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob wir überhaupt was Gutes bekommen haben. Peiniger, Lebenswelle. Lebenswelle hätte vielleicht was gebracht. Pestgeschütz, Lebenswelle. Ich gehe das wieder weg. Ich mache keine Werkzeuge mehr. Lebenswelle, Pestkugeln. Pestgeschütz, Pestkugeln, Peiniger. Aber ich kann noch immer nicht meinen Sniper spielen. Verdammt. Verdammt. Oh je. Hey. Dann werde ich jetzt bald mal wieder auf die Fresse bekommen. Ich mache die Katzen. Ich mache die Katzen einfach und danach mache ich die Pause. Um mir alles anzuschauen. Neue Loot. Die neue Loot. Da war jetzt die Katzin, oder? Ich irre mich nicht. Haben wir noch Audio hier? Ja. Ja, das ist die Katzin. Hier noch eine Kiste. Ah ja, ihr wisst, wo wir sind. Ich kann gar nicht ausweichen, ich muss hier runter. So viele Pfade. Glaubte nicht an diese Zukunft. Das gelingt mit dem Splitter? Genug für einen letzten Itare. Schnell jetzt, noch ist Zeit. Dieses Tor hier führt zu Vaters Durchgang. Bist du nie da gewesen? Ich weiß nicht, was dort ist. Will es nicht wissen. Je tiefer Vater grub, umso tiefer drang Anmala in seinen Verstand. Ist nur noch Schmerz, nur noch Wahnsinn. Wir haben Splitter. Gehen wir, bitte. Ja, okay, wohin? Zu Person, die dein Volk führt, nach Rift Town. Oh, Monsterfights. Die Monsterfight könnten wir ziemlich schlecht tun. Kann leicht sein, dass die Monster zu viel für mich sind. Aber ich glaube, ich kann upgraden hier jetzt dann. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann machen wir eine große Finalfolge. Grand Marshal! Eine Scheißhorde ist aus dem Nichts aufgetaucht! Mit sie! Da kannst du viele! Lieutenant! Lieutenant! Oh, okay, ja. Ja, ich kann ja upgraden. Und das werde ich auch nutzen. Shira, was zur Hölle ist da los? Outrider, Gott sei Dank. Wir werden angegriffen. Ich erreiche niemanden. Hilf uns auf den Mauern. Ja, gleich. Sahidi, pass im Truck auf Atuma auf. Mach ich. Sie steht unter meinem Schutz. Na, wenn Sahidi ihr Schutz gibt, dann kann ja nichts passieren. So wie Jade nichts passiert ist. Ah. Warum sagt sie, Jaidi soll auf ihn aufpassen? Jaidi, verdammt, die Folge ist schon lang geworden. Ja, peace out.